anderes Angebot einholen. Tina hier. Okay, Bettina. Also, du machst auch Küchen? Ja, ne? Ja. Ja. Du machst auch Küchen. Ja, super. Frau Bettina, da haben wir eine schöne Küche für Sie geplant. 15.000 Euro, das ist jetzt auch hier unsere Küchenaktion. Zeitlich begrenzt. Wichtig ist, dass ich Ihnen den Preis hier schon mal reservieren kann. Ne? Also ich schreibe das so für Sie auf. Rechts unten feste drücken. Jetzt du mit deinem Einwand. Ja, also Küche ist ja sehr schön, aber Sie wissen ja, der Markt ist groß. Ich würde mir gerne noch mal ein oder zwei Angebote einholen. Wissen Sie, da kann ich Sie gut verstehen. Ne? So, und jetzt die Floskeln, ich weiß nicht, ob ich da auf dem richtigen Dampfer bin, Angela, aber ich haue immer die gleichen Sachen raus. Wissen Sie, das wird einem ja auch erzählt in Funk und Fernsehen. Ne? Geiz ist geil und man soll einfach immer grundsätzlich vergleichen. Und wissen Sie, ich bin ja auch nicht anders. Das macht ja keinen Sinn, mehr Geld auszugeben, als man ausgeben muss. Gerade nicht, wenn es sich hier um eine ordentliche Investition handelt, wie 15.000 Euro. Also Frau Bettina, da kann ich Sie sehr gut verstehen. Ich höre das auch zunächst oft von meinen Kunden, dass sie einfach ein gutes Gefühl dabei haben wollen, dass das der beste Preis ist, den sie kriegen können für diese Küche und die Leistung. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, das ist schon so, ja. Also das nennt sich aktives Zuhören. Ne? Einfach nochmal den rückspiegeln. Prima. Also ich sehe, dass Sie sich einfach noch nicht sicher sind, ob das der beste Preis ist. Kann ich sehr gut verstehen. Warum genau meinen Sie, dass Sie woanders noch einen besseren Preis kriegen können? Also das interessiert mich jetzt persönlich als Verkäufer. Ja, es ist ja zum Beispiel in der Werbung immer so diese Preisgarantie, 10% günstiger als der Mitbewerber. Das wollte ich mir schon mal angucken, wie das so läuft. Ja, also die Preisgarantie läuft folgendermaßen. Ne? Wenn Sie woanders nachweisen können, dass Sie die Küche billiger kaufen können, dann steigen die in der Regel drauf ein. Das ist tatsächlich ist so, machen wir auch. Wir gehören zu einem der größten Einkaufsverbände und haben da überhaupt kein Problem, bei den meisten Sachen mitzugehen. Jetzt klären wir, ob das ein Einwand oder ein Vorwand ist. Gibt es außer der Tatsache, dass Sie einfach noch sich sicher werden wollen, dass das der beste Preis ist, den Sie kriegen können, noch irgendwas, was Sie zögern lässt? Nö, so haben wir ja eigentlich schon alles besprochen, wie es sein sollte. Also mir geht es jetzt wirklich noch um den Preis, ob ich da nicht doch noch ein Schnäppchen irgendwo machen kann. Okay, kann ich gut verstehen. Wissen Sie, das Schnäppchen ist bei 15.000 Euro, ist ja auch eine Menge. Ne? Ich kenne Leute, die fahren wegen irgendwie durch die halbe Stadt, weil es irgendwo bei Netto Hackfleisch billiger gibt. Und wird man das bei der Küche auch machen. Einwand, Vorwand ist geklärt, also scheint tatsächlich der Einwand zu sein, also isolieren wir das Ding. Wir fragen also, wenn das kein Thema wäre, könnten Sie sich dann entscheiden. Ich verstehe, dass Sie nochmal woanders gucken wollen, das ist auch völlig okay, aber nur mal Interesse halber. Wenn Sie jetzt Ihre Runde durch die anderen Möbelhäuser schon gemacht hätten und Sie hätten alle Preise abgefragt und Sie wären sicher, dass das hier der beste Preis ist, würden wir dann hier und heute ins Geschäft kommen? Ja, doch, auf jeden Fall. Okay, prima. Wissen Sie, dann habe ich eine gute Nachricht für Sie. Jetzt kommt Einwand behandeln. Sie haben das Thema schon erwähnt, wir haben eine Bestpreisgarantie. Das heißt, zusätzlich zum Kaufvertrag schreibe ich Ihnen hier auf, wenn Sie irgendwo anders nachweislich diese Küche, also selbe Leistung, wir liefern die und bauen die auf, und dieselbe Küche günstiger kriegen sollten, was sehr, sehr wenig wahrscheinlich ist, dann gehen wir auf den Preis ein und geben Ihnen hier noch ein Geschenk, ich glaube 300 Euro als Warengutschein oder was auch immer, wie das in Ihrer Firma halt ausformuliert ist, das Ding.
Prima, dann mache ich das so für Sie fertig, schreibe Ihnen hier die Preisgarantie dazu und Sie können sich dann in aller Ruhe umgucken oder können es lassen. Wichtig ist, dass Sie das gute Gefühl haben, Sie haben den besten Preis gekriegt, den Sie kriegen können. Ja, ich mache Ihnen das dann so fertig, rechts unten mit dem Festzudrücken, Frau Bettina. Okay. Gut. So Okay. machen Also die Nummer ist immer gleich, nicht? Die Bestpreisgarantie, die zieht aus zwei Gründen nicht. Einmal, weil sie lasch verkauft wird und zum anderen, weil sie zu früh kommt, bevor man abgeklärt hat, dass das der Einwand oder der Vorwand ist, und dass es wirklich, wirklich darum geht. Die Leute haben tatsächlich ein Problem. Die hassen, und das ist bei mir genauso. Wenn ich irgendwas kaufe und als nächstes erzählt mir mein Schwager, dass ich das 500 € billiger hätte kriegen können, dann muss ich brechen. Egal, ob es mir das vorher wert war oder nicht, nachher bin ich unzufrieden. Und die Bestpreisgarantie vernünftig angewendet, hebelt genau das aus. Und die Erfahrung ist, ich habe das in mehreren großen Häusern wirklich zu 100% umgesetzt. Ich habe die Verkäufer auf nett gezwungen, zu jedem Kaufvertrag eine Bestpreisgarantie dazuzulegen. Nur in den seltensten Fällen scheppern die Leute damit los und checken wirklich noch drei, viermal gegen. Und da, wo die dann aufkreuzen, da sagen die Lokalleute ja auch Augenblick, sie haben einen Kaufvertrag unterschrieben, ja, und ich soll jetzt noch mal planen. Lecco mio, das machen wir aber nicht. Also vernünftig eingesetzt, haut das Ding erstaunlich oft hin, aber man muss erstmal die anderen 5 Prozessschritte durchgehen. Ich sag mal so.